Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Jungfrauzeitung Panorama aus Münchenbuchsee. Und das haben wir heute für euch. Blumendesignerin von den Promis. Und ein Konzert im Kino Meiringen. Die Bernerin führt ein Blumungsleben. Tabea Maria Lisa entwirft und installiert Blumen für Hochzeiten, Veranstaltungen und Marken. Bei ihrer Arbeit trifft sie dabei auch auf bekannte Persönlichkeiten. Zum Beispiel auf eine bedeutende Person aus der wohl bekanntesten Automobilsportserie. Du bist in der Welt der Promis unterwegs. Warum das? Ja, wegen meinem Job. Ich bin Floral Designer und spezialisiert auf Stylings für Hochzeiten und Events. Also ich mache eigentlich alles rund um das Styling. Das heisst, ich mache Blumen, ich mache alles, was sonst noch auf den Tisch kommt, an Kerzenständer, Windlichter etc. Aber ich berate meine Kunden auch, beraten, was passt von Tisch, Tücher, Stuhl, damit es dann wie ein Gesamtbild gibt, das zusammenpasst. Und wenn man jetzt in deine Agenda schauen würde, würde man wahrscheinlich ein paar prominente Namen entdecken, wo du aber nicht darüber darfst reden, verständlicherweise. Mhm. Das ist so. Die Welt der Prominenten ist sicher wie eine eigene Welt, die für sich spricht, wo man manchmal anders auf die Leute zugehen muss. Aber ich versuche, also meine Philosophie ist, wie man mit allen genau gleich umgeht oder wie jeder Kunde auch gleich behandelt. Und das heisst, wie nicht, dass zum Beispiel nur dadurch, dass man prominent ist, dass man mehr Budget hat für ein Styling oder für eine Dekoration. Also das ist wie nicht vorausgesetzt. Jemand, der deine Arbeit sieht und denkt, boah, das möchte ich auch. Also man muss nicht gerade eine Million herlegen, für das du kommst. Genau, ja, das ist so. Das heisst, jeder und jede könnte dich eigentlich buchen? Ja, nicht ganz. Also ich arbeite ab einem gewissen Budget und für den Service, den wir wie anbieten, oder für das, so wie ich arbeite, brauche ich ein gewisses Budget, das ich arbeiten kann. Und das muss man auch bereit sein, auszugeben. Also es muss eben schon wert sein, etwas für ein Styling oder für Blumen zu investieren. Am Freitag hat im Kino Meiringen der dritte Bühnenanlass stattgefunden. Die Band Colibri hat das Publikum mit farbgewaltigen Musikbildern auf eine Bilderreise mitgenommen, die keinen Untertitel braucht. Trotz aller Harmonie, ob ein Film über ihre Band ein Western oder ein Fantasy-Comic werden soll, da sind sich die beiden Frontköpfe nicht einig. Es geht seit diesem Jahr das Kino Plus, das heisst, das Kino wird aufgetan. Es gibt nicht nur Filme, sondern es gibt alle Monate mindestens einmal noch Kulturanlass auf der Bühne. Das ist Musik, Comedy, Theater, Artistik, Dichterlesungen. Das ist ein Projekt, das Kino sich öffnet für verschiedene Kulturkreise und wo man auch will, dass mehr Leute ins Kino kommen können. Wie würde euer Film heißen über eure Band und so in drei Sätzen, was wäre da so in dem Film? Ich würde gerne einen Westler machen, zum Beispiel im Tal der Geier oder so irgendetwas. Ah nein, das ging für mich gar nicht, überhaupt nicht. Ich hätte eher etwas mit Keep on Flying oder irgendwie so etwas. Was wäre das? Ja, das wäre natürlich eher einfach so abgeflashte Fantasy-Animation, wo wir alle zeichnen, dann würden fliegen oder so, und so etwas. Ja, da sind wir halt verschieden. Ich bin einfach Liebhaber von Wild West-Filmen, effektiv. Und bei mir wäre das Duell mit dem Krieger, mit dem Bassist. Dann müsste er auch das T-Shirt tragen, das er heute Abend gedreht hat. Und nachher würden wir uns duellieren, zum Beispiel. So etwas zu sehen. Es sind in dieser Gruppe Bühne vier Leute, die diese Anlässe organisieren. Und Colibri ist eine Band von Bern mit Musikern, die ich schon lange kenne, die ich schon mit ihnen zusammen gearbeitet habe und die ich weiss, was sie hat. Darum haben wir die heute hierher eingeladen.
Beim Songtext ist es natürlich tatsächlich so, dass man ja, Bilder das ist hat. Absolut ein Film, die Bilder ja. beinhalten Gefühl. Und aus dem heraus gibt es einen Song. Das ist ja so. Es hat eine Geschichte drin. Aber es gibt auch Songs, die fast nur aus Bildern bestehen. Die Band ist ja bekannt auch für ihre Vielseitigkeit im musikalischen Stil. Man könnte schon sagen, es ist ein grosses Kino, oder? Erstmal ist es sehr vielsprachig. Es hat verschiedene Stile. Der Schlagzeuger kommt aus dem Jazzbereich. Der Bassist ist eher von Volksmusik her, aber auch vom Zigeuner Jazz her. Giso Gmünder kennt man ja von Patent Ochser. Und Nicole ist eine Sängerin, die wahnsinnig vielseitig ist, nicht nur vom Tonumfang, sondern eben auch von den Stilen her, was sich in dieser Sprachvielfalt wieder niederschlägt. Es gibt so Kinos, so Traditionskinos, die umgewandelt werden in Konzertorte. Und das ist wirklich speziell. Ja, das Wägeli mit den Getränken. Also meistens genau. Kinos haben oft mehr Style. Also schon mal chillt das, habe ich sehr genau. Freude gehabt. Oder die Leuchtkasten. Mir gefällt das schon sehr, ja. Das war es mit dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet ihr auf unserer Homepage oder unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt gehört ihr noch das Wetter von unseren Meteo News Kollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüß euch miteinander! Ganz herzlich willkommen, das ist die Jungfrau Zeitungwetter für den Kanton Bern. Der Wochenstart hat sich von seiner frühlingshaften Seite gezeigt. An vielen Stationen haben wir heute das erste Mal in diesem Jahr 20 Grad und mehr gemessen in den Alpen ist föhnig geworden. Im Brachland haben wir Südwestwind gehabt, wo die Temperatur in die Höhe getrieben hat. Aber das ist wirklich nur von kurzer Dauer. Es geht also wieder deutlich abwärts in den kommenden Tagen. Wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, sehen wir, es erreicht uns nämlich auf morgen aus Nordwesten deutlich kältere Luft. Es kommt also in Nacht auf morgen eine Kaltfront, eine markante Kaltfront. Dahinter morgen sinkt die Schöfergrenze bis am Abend wieder unter 1000 Meter. In Nacht auf morgen da kommen also verbreitet und zum Teil kräftige und gewittrig durchsetzte Regengüsse auf. So kräftige Böen geben. Der Föhn geht zu Ende. Schöfergrenze sinkt bis am Morgen auf etwa 1500 Meter. Morgen da ist es wechselnd bis stark bewölkt. Hinter der Front gibt es zum Teil ein paar grössere Auflockerungen, dann gibt es aber von Westen her schon wieder die nächsten Regengüsse. Und am Nachmittag geht es wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise nass weiter. Das vor allem noch entlang von den Bergen, die Grenze sinkt bis am Abend gegen etwa 800 Meter. Mit einem starken Böen, zum Teil stürmischen Südwestwind, erreichen wir zu Bern maximal etwa 9 Grad und im Oberland haben wir höchstens zwischen etwa 8 und 10 Grad. Ja, Nacht auf den Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze bis ganz ab. Am Mittwoch gibt es vor allem entlang der Berge noch ein paar Schneegestöber. Im Flachland ist es schon mehrheitlich trocken. Es gibt ja sonnige Abschnitte und die Temperaturen steigen in Bern auf etwa 7 Grad. Am Donnerstag haben wir zum Teil noch ausdehnte hohe Wolken, ist aber freundlich teilweise sonnig. Wird wieder deutlich milder. Am Freitag haben wir wieder Frühlingswetter, mehrheitlich sonnig bei milden 17 Grad. Und am Samstag ist es wahrscheinlich noch teilweise sonnig. Auf den Sonntag und aus heutiger Sicht die nächste Störung. Das war vom Wetter und einen ganz schönen Feierabend. Auf Wiedersehen miteinander.